Servus Leute, hier ist wieder euer Manu und es ist soweit, ich bin Farming Level 60. Somit möchte ich euch heute den nächsten Skill vorstellen und zwar Farming. Yo, ja, ich kann aber jetzt Jutrees anbauen und jetzt legen wir einfach mal los. Let's go. So, Ladies and Gentlemen, legen wir direkt los. Also, ich habe direkt alles dabei, wie man sehen kann, Farming Level 60, habe ich eben gezeigt. Yo, fangen wir an. Mein Inventar ist schon vorbereitet, aber ich zeige erstmal, welche Quest ihr benötigt. Ihr benötigt nicht viel, ihr benötigt eigentlich nur einmal die Quest Fairy Tale. Lasst euch davon nicht abschrecken, die wird eingestuft als lang. Sie ist aber nicht lang. Also wenn man ein bisschen porten kann, ist sie echt nicht lang. Quest Nummer 2, Ghost Ahoy. Einmal die Fairy Tale braucht ihr über diese Gartenschere, dann kriegt ihr mehr Drops, also 10% mehr Drops von Herbs und Früchten und sowas. So. Und die andere Quest, die Ghost Ahoy, benötigt ihr für das Ektophial. So. Wie immer kennt ihr ja schon ein bisschen Gewichtserniedrigungszeug, solltet ihr tragen. Mein Inventar ist jetzt so geordnet, denn ich mache keine... Es gibt ja Felder wie Herbs, es gibt Felder wie allgemeine Felder und sowas und Blumen. So. Blumen und normale Felder mache ich nicht mehr. Ich mache nur noch Herbs wegen Geld und Bäume wegen XP. Deshalb möchte ich euch das erstmal so zeigen. Weil, ich sag mal so, Melonen anpflanzen, was ich jetzt mittlerweile kann, das mache ich bloß, wenn mein Kompost alle ist. Jetzt muss ich mich erstmal nach Gnome Village porten, ja, komm, tu's. Und renne zu meinem Fruchtbaum. Wobei mir auffällt, Fail. Wir haben was vergessen. Somit porten wir uns erst nach Varrok. So, ich habe heute, pflanze ich erstmal Jewtrees an. Das Problem ist, um die, andersrum. Man kann Bäume protecten, also man kann sie schützen, dass sie nicht schlecht werden oder wie auch immer. So, dann werden sie halt immer gesund. Und für Jewtrees braucht man Kaktus. Ja, ja, also ich brauche Kaktus, nicht Kaktus, sondern doch Kaktus, wie nennt man die hier? Kaktusspinne, also so eine Kaktusspitzen, ja. Und ja, das ist so ein bisschen schwer im Moment zu kriegen, weil ich sie selber noch nicht angepflanzt habe. Und glaube ich selber habe Level 67 oder so sind. Ne, 55, ja, aber ich habe noch kaum Seeds davon. Jo. Deshalb werde ich heute einfach mal zwischendurch immer mal wieder bei meinen Jutrees vorbeischauen, um sie, ja, um nach dem Besten zu schauen, ist der Bescheid, nee, um zu gucken, wie es meinen Bäumen so geht. Ich werde zwar jetzt, genau, wenn ihr eure Bäume protectet, dann braucht ihr keinen Kompost draufhauen, aber wenn ihr sie nicht protectet, dann solltet ihr lieber drauf sicher gehen und Kompost reintun. Die Roots solltet ihr immer schön sammeln, denn es könnte immer mal passieren, dass ihr die benötigt. Ich sammle einfach mal alle Roots. Und dass ihr nicht wundert, dass ich gerade die magische Schere nicht anhatte. Die hatte ich bloß nicht an, weil ich die nur bei Fruchtbäumen und bei Herbs benutzen werde. Und benötige. So. Ich benötige für meine Fruchtbäume. Gucken wir doch gerne zusammen nach. Diese Guide werde ich unter das Video posten. Bababam, ist noch ein Stück tiefer. Oh, diese scheiß Erkältung. Pineapple, Papaya, da braucht nötig 10 Pineapple pro. Haben wir hier irgendwo, alles klar. So, passt ja perfekt. Muss ich mir nächstes Jahr ein paar neue kaufen. Brauche Runen nach dort. Gut. Porten wir direkt mal zusammen hin und machen so eine Runde mal zusammen. So. Dip, 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 dip. ja, nicht Farming. Baukunst bin ich mittlerweile schon Level 69. Geht eigentlich. Aber ich werde heute ist der Donnerstag, der 4.4. Da werde ich nochmal ein bisschen hochleveln. Ich werde vermutlich heute so Level, ich hoffe mal so 72 kommen. Mal gucken, wie hoch ich komme. Wir werden es sehen. Yo, also Farming kann sich, so eine volle Runde kann sich schon ziemlich in die Länge ziehen. So eine Herb-Runde dauert circa 5 Minuten. Alle 4 Felder abkrattern. Aber so eine volle Farming-Runde dauert grob geschätzt, ja, halbe Stunde müsste das jetzt dauern. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr in dieser halben Stunde, wenn ihr alles anpflanzt, sehr viel XP kriegt. Und wenn ihr guckt, Papaya gibt euch 6300 XP. Ja. Also, eine und ich habe 4. Also, you know what I mean? You know what I mean. Und Jewtrees gibt euch nochmal eine ganze Menge. Hier, tschüss. Gibt euch auch nochmal 7100, das heißt auch nochmal 4. Auch nochmal 28k. Und das alles in einer halben Stunde.
Klar, es kostet euch Geld, also die Bäume kosten euch Geld, das ist klar. Aber lasst euch nicht von der Summe abschrecken, das sind im Endeffekt saugeile XP. Und ja, Farming will man auch irgendwie hochkriegen, ne? Ich will es wegen meinem Total-Level hochkriegen, ihr müsst es nicht machen, also so eine Baumsachen, ihr müsst keine Bäume anpflanzen, das ist echt nur für Leute, die das nötige Kleingeld besitzen. Normalerweise für euch halt würde ich euch nur empfehlen, sowas wie Herbs anzupflanzen, um da Geld zu verdienen. Als Beispiel, so ein Seed kostet 5k, also 3 bis 5k, sagen wir es mal so. Ich zahle 5, den kriege ich nicht mal alle. Ja, und ich bezahle mal 5k pro, und wenn man die dann, sage ich mal so, einpflanzt, ne, dann kriegt man dafür 5 bis 10 Herbs. Und ein Herb ist 3k wert. Pineapple, ja, ja, hier nimm, danke. Grow for you. So, jetzt passt sie auf unsere Pflanze dafür auf, für diese 10 Pineapple. Und ab nach Gnome Stronghold. Ja, ich mich wieder zurück, bla bla. Die Quest, die ist auch total einfach, die hier, die ist Gnome. Ach stimmt, wenn ihr so farmen wollt, dann braucht ihr die auch. Dafür benötigt ihr die Quest. Na komm schon. I wanna die, yo, tu's. Ja, Tree Gnome Village. Bin ich fest der Meinung, dass ihr die benötigt. Ja, kann sein. Seht ihr in der Questbeschreibung, denn, wenn ihr auf der deutschen Seite seid, dass die Belohnung ist. Und wenn da steht, dass ihr mit den Bäumen porten könnt, dann ist es die richtige. So. Oh, ich hasse es immer, kein Speed zu haben. Das ist echt so ekelhaft. Und wenn ihr jetzt kein Gewichtanniedrigungszeug dabei hättet, dann werdet ihr noch mehr am Arsch. Und nicht wundern, dass ich ein bisschen auf die Äpfel scheiße. Ich habe so viele. Weil in Lumbridge im Castle habe ich halt so eine Truhe. Da kriege ich immer 15 Äpfel. So, mit Shit Happens. Wayne, was drauf? Jo, Farming ist schon eine tolle Sache, also eine gute Sache, um schnell XP zu machen. Und bei den High-Level-Sachen auch eine echt gute Sache, um Geld zu machen. Gut, Rana ist auf Level 32, aber bei Rana ist so eine Sache, also ich finde, man sollte richtig Farming erst ab Level 47 betreiben, weil man einen Superkompost hat. Klar, man kann sich Superkompost auch kaufen, aber wer verkauft auf dem Oldschool-Server schon Superkompost? Also, wenn ihr sowas findet, klar, macht's, aber... Ich habe keinen gefunden. So, reintun, danke. So, jetzt hole ich mir da hinten noch den Baum und dann gehen wir nach Falador. Jo. Muss ich nachher aber immer schön checken, ob meine Juice gesund sind, weil wenn die mir wegsterben, wäre schon ein bisschen doof, gell? Keine Ahnung, wie lange die Aufnahme jetzt wird. Wahrscheinlich so eine halbe Stunde. Und das mit so einer erkälteten Fresse, das ist auch zum Kotzen. Tu's. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich verschiedene Bäume angepflanzt hatte. Das liegt einfach nur daran, dass ich nicht alle gefunden habe. Also ich spamme einfach auf dem Markt rum, kaufe Willow und Maple. Und dann kriege ich teilweise manchmal 5 Willows und 3 Maples oder so. Ach komm, leck mich doch. Während des Anbauens, leck mich, ganz ehrlich. Deshalb habe ich die Hake bei, weil sonst steht ihr jetzt hier und denkt euch, Shit happens. So. Yo. Das werden nachher fette XP, dann bin ich direkt mal Level 62 oder so. Läuft. Weil ich ja zwischendurch ein bisschen... Also, das muss ich so erklären... Fruchtbäume dauern immer 16 Stunden. Ja, ihr habt richtig verstanden. 16 Stunden. Deshalb, also Fruchtbäume mache ich meistens morgens eine Runde. Also Fruchtbäume plus Bäume mache ich morgens eine Runde. Und zwischendurch am Tag immer mal wieder Herbs. You know what I mean? Weil Herbs dauern nur 80 Minuten. 4x 20 Minuten halt. Und Fruchtbäume benötigen 160 und das 6 Mal. Steht hier auch irgendwo. Und Magiebäume, Juice brauchen 10 mal 40 Minuten, also 400 Minuten. Jo. Gut, und Fruchtbäume waren hier unten. Fruchtbäume hier brauchen alle 6 mal 160 Minuten. Ah, schnell, bevor der Baum wieder entsteht. Ja, perfekt. Peng.
So, ich mache mal ein anderes Lied an, weil das ist mir ein bisschen zu öde hier. Danke. Ja, also ich bin, nicht wundern, ich bin mittlerweile vom Techno-Base FM-Trip runter, weil, ganz ehrlich, Leute, da könnt ihr mir bestimmt zustimmen. Es ist immer mal zum Kotzen. Alle 20 oder 30 Minuten kommt da Werbung und dann wollen die damit irgendwas. Ah, das ist so zum Kotzen, ey. Immer zwei Werbespots. Und da kann ich direkt normal Radio hören, weißt du? Ich habe normalerweise Techno-Base FM gehört, weil da eigentlich keine Werbung kommt. Beziehungsweise einmal pro Stunde kam manchmal Werbung. Also damals, vor ein paar Jahren, kam eigentlich nie Werbung. Die haben nie Werbung gebracht. Dann irgendwann haben die pro Stunde einmal Werbung gebracht. Und jetzt alle 20 Minuten, alle 30 Minuten, ey. Das ist so zum Aufregen, das ist zum Kotzen. Jo. Ah, genau, Leute, was ich Samstag geplant habe, also übermorgen. Da werde ich etwas Lustiges machen, und zwar ich werde zu Daganov Kings gehen. Wenn ihr sehen könnt, auch übrigens, ich habe hier 2 Millionen Felder, falls ich mal wieder Kompost benötige. Habe ich schon mal vorbereitet. Kompostbins sind auch alle voll. Das heißt, die Melonen, sobald ihr Melonen abpflanzen könnt, könnt ihr super Kompost herstellen. Denn die Melonen müsst ihr einfach da diesen Kompostbin reintun und dann könnt ihr, stellt sich da automatisch Kompost her, wenn ihr es schließt. Halt 15 Stück kommen da rein. Und dann stehen daraus. Ah, scheiße, jetzt hatte ich die magische Schere nicht an. Beim Labern, verdammt. Naja, egal. Scheiß drauf. Gut, gehen wir jetzt mal nach Lambi. Yo! Also, wie gesagt, dann stehen daraus nach, ich glaube, auch 60 Minuten oder so. Ich weiß nicht genau, ist mir auch nicht egal. Ich mache sowieso eh nur alle 80 Minuten eine Runde. Also unter 80 Minuten, sagen wir mal, entsteht super Kompost. Ne? Dann holt ihr mit 15 Eimer die Kacke da raus. Und gut, das, wenn ihr nicht genug Platz habt, macht ihr es halt in mehreren Runden. Jo, so sieht's aus. Das ist Farming, Leute, das ist Farming. Es ist eigentlich wirklich nicht schwierig. Es kriegt jeder hin. Und es sind echt schnelle XP. Und man kann mit mehreren Sachen echt gut Geld verdienen, weil ich kann es euch gerne zeigen. Zum Beispiel Watermelons, wenn ihr die anpflanzt. Ein Seed kostet 1k. 1 bis 2k, sagen wir mal. Sagen 1 bis 2k. Und ihr könnt die Melonen für 500 bis 1k verkaufen. Aus einer Pflanze kommen bis zu 20 Stück raus manchmal. Also, you know what I mean. Eindeutig. Ja, Mann. Komm schon, ey. Bei manchen Bäumen regst du mich auf. Ich höre aus manchen Bäumen manchmal so 50, 60 Loks raus. Dann denke ich mir auch so, seriously, stüppern, ey, jetzt. Tu hast. Und alle Juice angepflanzt. So, jetzt gehen wir zu unserem, was machen wir jetzt? Fruchtbaum. Dafür benötigen wir 30 GP. Genau, ich will ihn einmal beklauen. Ein einziges Mal und er erwischt mich. Seriously? Danke. Lappen, ey. Bestimmt, weil ich mich gerade aufgeregt habe. Naja, kleiner Huso. So. Und dann habe ich die 10% zu zeigen. Ziehe ich jetzt die magische Schere an. Und es geht zu meinem Fruchtbaum-Spot. Yes, please, bla bla bla. Und ich habe es selber bei Fruchtbäumen noch nicht getestet, aber in der Guide steht drin, dass es bei Fruchtbäumen auch geht. Dementsprechend, normalerweise kriegt man 6 Äpfel jetzt daraus. Also als Beispiel 6 Äpfel. Also immer 6 Früchte. Und jetzt müsste ich eigentlich 7 kriegen. Rein theoretisch. Also 6,6 sind ja aufgerundet. 7. Checken wir es mal ab. Dann wissen wir, ob es bei Fruchtbäumen auch geht. 3, 4, 5, 6. Und geht bei Fruchtbäumen nicht. Klatsch, klatsch, klatsch. Geil, das ist falsch. Naja, was soll's. Scheiß drauf. Auch nicht so schlimm. Geht's halt nur bei Herbs. Und jetzt gehen wir wieder zu unserem netten Farmer hier. Das sind immer andere Farmer, logisch. Die laufen immer so ein bisschen durch die Gegend. Also, wenn ihr mal nicht findet, sucht ihn. Jetzt gehen wir jetzt nächstes Mal. Wo wollen wir denn hin? Kamerlot. Jo. Da kann ich immer variieren, wo ich jetzt hingehe. Jetzt als nächstes. Bla, bla, bla. Pipa, Po. Finger, Po. Mexiko. Jo. Also nochmal zum Thema Kompost und Superkompost. Kompost wirkt fast genauso wie Superkompost, aber glaubt mir, wenn ihr jetzt als Beispiel, wenn ihr jetzt eine Runde aus 4 Herbs macht, also 4 Herbspots habt, ja, wo ihr Herbs anpflanzen könnt, also die hier Kuhame, die ich euch eben gezeigt habe, dann
Ja, wenn ihr 4 Spots habt und normalen Kompost nutzt und nicht zwischendurch abcheckt, ob die Pflanzen noch in Ordnung sind, dann überlebt circa eine Pflanze. Habt ihr super Kompost, überleben fast immer alle. Das ist als Beispiel. Jo, das ist halt der Unterschied zwischen Kompost und Superkompost, weil, ja. Gut, Superkompost ist wesentlich teurer, weil man halt da Melonen dazu benötigt. Ich glaube, mit Magic Roots geht's auch. Oh, da hinten zum Beispiel ist ein Apfelbaum tot, weil ich nicht bildige Sache dazu hatte, um Apfelbäume zu protecten. Aber ohne Witz, man braucht Sweetcorn. Wo soll ich denn bitte Sweetcorn herkriegen? Seriously? Ich habe Farming Level 60, als ob ich jetzt noch Sweetcorn anpflanze. Mann, Mann, Mann. Jetzt schön Papaya anpflanzen, dafür benötige ich den hier Farmer ansprechen. Benötige ich Papaya, ja, Pineapple, danke, 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 tschüss, tschüss, rein. So. Jetzt holen wir uns das Feld da oben. Ziehen sich mal die magische Schere an und gucken mal, wie viel rauskommen. Also ich hatte, gestern Abend hatte ich ein Maximum von 14 Herbs. Also aus einer Pflanze. 14 Herbs. Das war schon, fand ich schon nett. Machen wir so, ich fand's nett. Es ist jetzt zwar nicht extrem viel, aber... Na du, das doch, es ist viel. muss man nichts gegen sagen. So, ich brauche noch 3, das heißt 1, 2, 3. Und wie man sehen kann, 205 Kompost habe ich noch, also super Kompost. Somit brauche ich erstmal eine Weile keine Kompost mehr. Weil ich benötige halt echt nur für Herbst meinen Kompost. Denn in der Mitte seht ihr da Nastrium, ja? Und die äußeren Felder, 7 Stück. Die äußeren Felder sind halt so Melonen anpflanzen, könnt ihr Melonen anpflanzen. Und in der Mitte sind Blumen. Und die Blumen sind, haben verschiedene Protections. Guckt zum Beispiel hier. Marigold schützt Onions, Tomato, Potato. Rosmarin beschützt Cabbage. Scarrow, wie das heißt, beschützt Sweetcorn, also Mais. Und Nastrium beschützt Wassermelonen. Das heißt, wenn ihr diese Blume da habt, dann braucht ihr einfach nur das Feld freimachen, hier Melonenfeld freimachen. Und dort dann Melonenseed draufziehen. Denn ihr braucht dann nichts drauf tun. Kein Kompost, kein gar nichts. Denn wenn ihr die Blume in der Mitte habt, dann protectet das zu 100%. Also ich kann garantiert sagen, dass es zu 100% ist, weil ich habe das ja schon ziemlich oft gemacht und mir fällt gerade auf, ich habe ein Feld. Moment mal, wieso habe ich noch 2 Seeds übrig? Ah, ja, ist in Ordnung. Passt schon. Ba, 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 ba. Ich muss jetzt darüber. Ja, ich bin gerade selber noch ein bisschen verwirrt. Ist noch nicht so wirklich spät. Deshalb brauche ich auch gar nicht in den Clan-Chat reingehen. Mal gucken, ob schon einer da ist. Smoothie. Und. LOL! Slash! Der Suchti! LOL! Moin. Boah, dieser Kälter regt dann so auf. Und als letztes porten wir uns gleich mit dem Ektophial zu unserer netten Farmingstelle im Port Phasmati, beziehungsweise links neben Port Phasmati, weil wenn ihr da hinlatschen müsstet, oh Gott, das wäre eine Arbeit. Ich habe das damals immer gemacht, weil ich die Flasche nicht hatte, weil ich echt, damals war ich richtig auf dem Trip, ich habe keine Quest gemacht. Ich habe echt gar keine Quest gemacht, weil ich Questen gehasst habe. Mittlerweile gucke ich mir die Questen wenigstens an und gucke, ah, okay, die geht eigentlich so, die kann man ja mal machen. Und die bringt mir auch eine Menge bla 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 und ja, dann mache ich sie halt. Wie zum Beispiel Farming. Für Farming habe ich jetzt 2 Questen gemacht. Und Flasche leer und Flasche wieder auffüllen. Das war nicht, was ich ein bisschen doof finde, dass man die Flasche immer darauf ziehen muss, dass sie wieder voll ist. Wenn ihr da was Besseres wisst, dass ich irgendwie irgendeinen NPC ansprechen muss oder sowas, dass es dann nicht mehr ist, was echt nervig ist. Weil das, keine Ahnung. Das vergisst man manchmal, dass die Flasche leer ist. Das ist ein bisschen doof. Jo. Und unser letzter Spot dort hinten. Jawohl. Merkt ihr? Fast alle Herbs. Nee, warte, waren noch alles alle Herbs, ne? Ja, alle Herbs waren am Leben. So sieht's aus. Das liegt am Superkompost, eindeutig. So. Also mit Farming kann man, wie gesagt, auch schon gut Geld verdienen. Zum Beispiel mit Herbs. Herbs sind echt eine gute Geldvariante. Also das ist, wenn man jetzt an Snapdragon denkt, da kommen auch nicht viele raus, 10 Stück. Wenn man jetzt an Snapdragon denkt, stellt euch vor, ihr pflanzt Snapdragon an, ja? Snapdragon Seed kostet 20k, ich nehme einen Taschenrechner raus. 20k. Und ihr kriegt daraus 10 Seeds, ja? Dann habt ihr 10 Seeds. Ne, im Durchschnitt
kriegt ihr 10, 5, dann nochmal 6 und 7. Sagen wir mal einen Durchschnitt von 8. Ja. 8 Stück. Mal. Also circa 6k Wert. 48k. Ich mach 28k Gewinn pro Seed. 28k. Für eine 5-Minuten-Runde. Alle 80 Minuten. Also nur zu empfehlen. Yo. Das war Farming, Leute. Und jetzt. 29 Minuten nochmal nachher. Yo. Und jetzt, wenn die Felder wieder gerostet sind, könnt ihr sie halt abfarmen wieder. Jo, Leute. Das war Farming. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir. Toad Level 1449. Ich bin, glaube ich, Platz 53 gerade oder so. Keine Ahnung. Ist mir auch mittlerweile scheißegal. Ich level einfach nur noch. Somit, Leute. Haut rein. Viel Spaß beim Farming. Wir sehen uns. Wir hören uns.